Moin moin liebe Sportfreunde und herzlich willkommen back hier auf meinem Channel. Für all diejenigen, die gerade neu hinzugeschaltet haben, nicht vergessen ein Abo dazulassen. Es ist kostenlos, es ist for free, würde mich wahnsinnig supporten. Ihr habt mich gefragt, hey Pico, was sind deine Tipps für die Ultimate Team Karten? Welche Karten wählst du aus und was könntest du uns empfehlen? An erster Stelle möchte ich dir einfach mal sagen, das ist meine eigene Meinung hier. Diese drei Spieler, wo ich heute euch vorstellen, ist mein Tipp, passt zu meinem Spielstil. Es sind auch Gratiskarten, die ihr bekommt, wenn ihr die Kampagne fertig gespielt habt oder einfach mal angefangen habt. Zum einen hier Baker Mayfield. Das ist eine Karte, die ihr bekommt, wenn ihr Rookie-Challenges abschließt, und ihr seht auch Ben Roethlisberger bekommt ihr gratis. Darum vergleiche ich die beiden miteinander. Ich spiele lieber mit Baker Mayfield, weil ich doch festgestellt habe, dass ich im Madden 19 lieber Quarterbacks habe und auch allgemein Spieler, die relativ schnell sind. Daher Baker Mayfield für mich die Nummer 1, je nachdem, was für Spielzüge ihr habt und welche Spieltaktik ihr bevorzugt, wäre natürlich auch Ben Roethlisberger eine gute Wahl. Im Vergleich hier mit Russell Wilson, einer der schnellsten Quarterbacks in Madden 19, also definitiv sehr, sehr gut. Zweite Karte, die ich euch nur empfehlen kann, wo ich auch wirklich gehypt bin, ist Randy Moss. Hier im Vergleich mit Antonio Brown kann man jetzt nicht vergleichen, ist eine 83er Karte. Ich habe leider Randy Moss zu spät freigeschalten und zu viele Trainingspunkte schon vergeben, werde ihn dann aber Step by Step ein bisschen hochleveln. Bei ihm ist zu sagen, aktuell 86 Speed. Und das finde ich bei den Wide Receivers sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ihn da sogar noch bis auf 92 Overall und glaube 91 Speed hochleveln. Also das ist eine Menge. Ich werde ihn jetzt noch mit DeSean Jackson vergleichen. Für mich DeSean Jackson Preis-Leistungs-Verhältnis einer der besten Wide Receiver, wo ihr aktuell im Ultimate Team bekommen könnt. Und hier seht ihr mal die Stats ein bisschen dargestellt. Auch hier DeSean Jackson, Preis-Leistung im 81-82 Overall-Bereich, einer der schnellsten, wo du aktuell bekommen könnt. Na klar, Hill ist noch ein bisschen besser, aber Hill ist auch definitiv ein bisschen teurer. Um die nächste Frage auch gleich noch zu beantworten, DeSean Jackson kostet so zwischen 16.000 und 20.000 Credits aktuell und ist wirklich sein Geld wert. Um ihn geht es aber heute nicht, sondern um die Karten, wo ihr gratis bekommt, wenn ihr die Solo-Challenges spielt. Und da wäre einer Cam Chancellor, den ich euch empfehlen könnte, aber hat nicht die besten Stats im Verhältnis zu anderen Spielern, wo ihr gratis bekommt, einer von denen wäre Jerry Alexander, wo ich wirklich sehr, sehr klasse finde. Auch jetzt hier der Cornerback im Vergleich zu McCarthy. Man darf es nicht ganz zu ernst nehmen. 87 zu 84 Overall, das ist doch ein kleiner Unterschied. Aber auch im Verhältnis zu anderen 87 Overall Picks, muss ich sagen, ist Alexander sehr, sehr solide, sehr, sehr ausgeglichen und wirklich eine Empfehlung wert. Ja, schreibt mir doch in die Kommentare, welche Karten ihr ausgesucht habt. Habt ihr auch irgendwelche Empfehlungen zu eurem Spielstil? Vielleicht spielt ihr ja komplett anders als ich. Würde mich wahnsinnig wundern nehmen. Denkt daran, Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal, euer Pico. Tschüss!